Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme vom Tennis Manager 23. Ja, wir gehen direkt rein ins Spiel, weil ich bin gar nicht so weit gekommen, wollte ein bisschen offline vorbereiten die nächste Woche. Aber da kam direkt eine Meldung, die uns, glaube ich, alle interessieren wird. Nämlich zum ersten Mal hat es was mit dem Team Cup oder dem Davis Cup, wie man es auch immer aussprechen darf, zu tun. Der World Cup Group Stage Finals. Da hat der spanische Verband uns angeschrieben und dass wir für die nächste, in der Woche 37 beginnenden World Cup Serie quasi Spieler festlegen müssen. Also wir sind ja spanischer Nationaltrainer sozusagen und sollen jetzt hier die Spieler sagen, die mitkommen wollen. Natürlich, also wenn ich von oben mal herabgucke, dann sind es, wir müssen also Minimum 3, maximal 5 mitnehmen. Ich nehme natürlich 5 mit und wenn man jetzt mal die ersten 5 anklickt, dann sind es sicherlich schon die, die es sich dann natürlich letztendlich auch verdient haben. Ne? Ein Albert Ramos auf 47, ist hinten dran natürlich leicht, auch ein Fernando Velasco auf 62. Ne? Also wir haben ja jetzt nicht das, dass wir sagen können, oh komm, nehmen wir irgendeinen jungen Spieler mit, der sich so quasi nochmal, ja, da mal reinschnuppern soll. Da wäre jetzt hier höchstens ein Nicolas Alvarez Varona auf 179. Er würde aber auch höchstwahrscheinlich sowieso nicht spielen. Aber wir haben ja mit Alcaraz und auch letztendlich noch mit Davidovic Fokina zwei interessante Leute unter den Top 5, die ebenfalls jung sind und natürlich gerade Alcaraz, mein persönlicher Spieler, natürlich auch spielen wird. Nadal ist dabei, Pablo Correa Busta ist dabei, aktuell die 15 der Welt, 32 Jahre und dann noch den alten Haudegen zusammen mit Nadal natürlich, 35 Jahre, Roberto Bautista Agut, der aktuell die 23 der Welt ist. Also die 5 nehmen wir natürlich auch mit, von daher bestätigen wir das Ganze mal. Und dann geht es in Woche 37 los. Das wollte ich euch einfach mal nochmal kurz im Überblick zeigen. Machen wir das mal einfach über die Turnieranmeldungen. Genau, bei Alcaraz, da geht es am besten. Also wir haben ja jetzt, aktuell sind wir ja eher in dem Turnier spielen nächste Woche das Turnier hier in der Western Southern Open in Cincinnati. Ist das, wenn ich mir richtig im Kopf habe. Und dann kommen die US Open für 2 Wochen und dann ist schon die Zeit, wo wir eben diese Weltmeisterschaft ausspielen, also direkt nach den US Open. So lang ist es also nicht mehr. Gut, so schaut's aus. Wie gesagt, wir sind noch im Training. Wir haben jetzt den Sonntag, wir werden jetzt einmal noch bestätigen. Dann werden wir nämlich die ganzen Trainingsgeschichten auch einstellen können. Wir werden natürlich jetzt erstmal unsere Nachrichten anschauen. Also Alcaraz hat noch ein klein bisschen trainiert, Aufschlagpräzision habe ich noch einmal reingesetzt, hat 8% plus dort gemacht. Vernünftig, hat aber ja bis zum Halbfinale war es oder Viertelfinale war es. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Das ist schon ein bisschen her, die letzte Aufnahme. Verzeiht es mir. Kann ja mal kurz reinschauen. Es war das Viertelfinale. Da sind wir gegen Jannik Sinner mal wieder zum vierten Mal. Viertes Spiel, vierte Niederlage gegen Sinner. Er wird langsam zu unserem Albtraum. Da sind wir ausgeschieden. Von daher hatten wir noch ein bisschen Zeit zum Trainieren, aber nicht sehr viel. Pertusa hat so trainiert, wie es ja vor seiner entscheidenden Woche, sage ich jetzt mal, nicht gut getan hat, immer noch zu wenig meiner Meinung nach, von daher schauen wir mal. Dann haben wir Oste Ferreira, auch dort ganz schlechtes Training, muss man sagen. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Parks haben wir auch schon festgestellt, dass das Training dort nicht so gut ist. Da gucken wir jetzt auch definitiv nochmal in die Trainer rein zusammen, das darf ich jetzt definitiv nicht vergessen. Matschak, unser neuer Mann, ja, so knapp an den 10% dran, hat sich dort ganz vernünftig angestellt. Dann haben wir hier nochmal die Zusammenfassung für die der Zeitraum Indoor-Saison beginnt, also gibt es hier nochmal so eine Zusammenfassung von Turnieren, die dann so anstehen. Aber wie gesagt, ich habe das Ganze ja schon so weit durchgeplant oder zumindest werde ich das den Rest dann noch machen. Das zeige ich euch natürlich dann, wie es ist. Sind wir schon am Montag? Ne, wir sind noch am Sonntag. Da müssen wir noch eine Nacht schlafen sozusagen, um dann auch zu wissen, wer spielt denn hier gegen wen. Der wöchentliche Trainingsbericht. Hier sehen wir auch die Platzierung. Alcaraz bleibt auf 2, Pedrosa geht 12 Plätze runter, mittlerweile die 874 der Welt. Oste Ferreira einen Platz hoch, 529, Parks 3 Plätze runter nach dem Erstrunden aus zuletzt. Jetzt auf 71 und 17 Punkte oder 17 Plätze verliert Matschak. Da waren wohl einige Punkte zu verteidigen, ist ihm nicht gelungen, auch Erstrunden aus. Körperliche Verfassung, außer bei Oste Ferreira, alle in Bestform. Sie sind auch alle freudestrahlend, das ist ja auch schon mal ganz gut. Aber Form ist bei Matschak und bei Kies oder beziehungsweise bei Parks schwach und dann bei den restlichen Mittel. Also da können wir noch mal ein bisschen was dran tun. Dann schauen wir mal, bevor wir das jetzt vergessen, bei Elisha Parks, ne, allgemein, das wollte ich bei Training anschauen. Die Trainingsleistung bei ihr ist nicht gut. Und Parks hat ja hier Puni als Haupttrainer, Cheftrainer, der ja auch für das technische Training zuständig ist und dort er sehr gute Werte hat. Ja, dann gibt es noch ein körperliches Training, das macht Huber, da passt es auch. Sanchez ist so taktische und mentale Training.
Also ne, 13 und 19 im Wert da unten, ihr seht es, nicht verkehrt. Trainingsstrategie, wenn das denn irgendwie wichtig ist, ich stelle ja die Trainings ein, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie wichtig das ist. Aber selbst wenn es so wäre, ist Sanchez da mit einer 19 in Taktik, ja, besser geht es ja fast gar nicht. Ne? Und die Betreuung allgemein ist mit 16 auch gut. Also ich wüsste nicht, was wir da vielleicht nicht richtig machen. Ne? Also vielleicht könnten wir sagen, Herr Huber ist vielleicht hier unterfordert, überfordert. Wir setzen hier einen zweiten Assistenztrainer mal rein. Takeda hätten wir ja da noch zur Verfügung, der noch einen zweiten Job machen kann. Ja, von daher das technische Training, da ist keiner mehr, der die nötige Qualität bringt. Aber ich weiß auch nicht, ob das mit zwei Trainern dadurch besser wird. Schauen wir mal. Also habe ich jetzt keine Ahnung. Wir schauen uns die Woche an. Carlos Alcaraz spielt ja, wie gesagt, in Cincinnati, war also richtig. Matschak übrigens auch, spielt gegen Dominic Thiem, den Qualifikanten, der ja ziemlich abgesackt ist in der Tabelle, 56 jetzt. Also ein spannendes Match, würde ich mir eigentlich auch sehr gerne mal angucken, bin ich ganz ehrlich. Carlos Alcaraz hat sowieso frei in der ersten Runde, trifft in der zweiten Runde auf den Sieger von Tommy Paul gegen Nick Kyrgios. Oh, das ist auch direkt ein schwieriges Los, so oder so. Petrusa, ja, ich sprach davon, letzte Chance. Er spielt gegen Braden Schnurr, der Wildcard Spieler aus Kanada. Ja, mit seinen Werten, mit seiner Platzierung an 4 gesetzt. Wir werden sehen. Oste Ferreira ziemlich erschöpft, spielt aber auch in Braunschweig. Ach so, deswegen ist sie wahrscheinlich erschöpft. Sie hat nämlich schon ein Spiel hinter sich. Das kann natürlich dann auch mal gut sein. Hat in 3 Sätzen gewonnen, 6-0, 3-6, 6-4 gegen Iljev, spielt nur gegen die an 1 gesetzte Taylor Ng. Ist das ein Schreibfehler oder heißt die Dame wirklich so? Keine Ahnung. Gegen Taylor. Nennen wir sie einfach mal Taylor. Alicia Parks, die spielt das Turnier in Cleveland. Dort erste Runde gegen die Qualifikantin Heather Watson. Ja. Ich sage ja, diese Woche werde ich mich mit Alicia Parks deswegen mal nicht beschäftigen. Ich lasse mal den Haupttrainer die Chance, dort besser abzuschneiden, als, wie gesagt, mir das bisher gelungen ist. Und Thomas Matschak haben wir ja jetzt schon gesehen. Dominic Thiem, sehr spannend. Da wir sowieso Freilos haben, würde ich sagen, stellen wir das mal direkt um. Der Parrot geht hier raus und der Bukavac geht hier raus. Der wechselt ja immer mit mir, der Herr. Dann werden wir das jetzt so einstellen. Bin ich auch jetzt derjenige, ja, der dann auch die taktischen, mentalen Geschichten erstmal übernimmt. Bukavac bringt dann im Prinzip die Geschichte rein. Gut, Training müssen wir bei keinen einstellen, weil sie alle spielen. Also insofern können wir quasi schon loslegen mit dem Turnier und damit dem ersten Auftritt von Thomas Matschak. Offensives Grundlinienspiel ist hier drin. Kommt natürlich jetzt so ein bisschen auch auf den Gegner an. Ich meine, Dominic Thiem, wir kennen ihn alle. Sandplatzwühler. Mal gespannt, wie er hier betitelt wird. Gehen wir einfach mal rein in das Match, beziehungsweise auch direkt ins Briefing. Da, ja, genau, nee, das können wir nicht mehr sehen, was im Vorjahr war. Haben wir noch nie gegen gespielt, also hat er noch nie gegen gespielt. 56, unser Spieler, die 86, aber gerade ziemlich abgesackt. Eine Quote in der Saison von 58% Gewinne und 41% nur bei Dominic Thiem, der zwar hier herausragend in der Form beschrieben wird. Er ist ein offensives Grundlinienspiel, ist auch sein Thema. Wir wollten mal einmal kurz auf die Berichte nochmal ganz gern gucken. Hamburg zweite Runde aus, Wimbledon erste Runde, French Open erste Runde raus, dann in Rom erste Runde raus, Madrid erste Runde raus. Monaco erste Runde raus, Miami erste Runde raus. Also, ich verstehe manchmal die Form nicht so ganz, hat natürlich auch was mit Training zu tun, aber wenn man hier nur Erstrunden aus hat, dann sollte man eigentlich nicht in herausragender Form sein. Dass Sandplatz bzw. Hartplatz nicht so ganz sein Ding ist, ist auch klar, da ist ja ein Sand besser, aber 60% ist natürlich auch nicht schlecht. Seine Stärken wären als Gelassenheit, der Fokus und die Positionierung gegeben, setze hohe Rückschlagintensität, dann hat Thomas vielleicht eine Chance, Dominic zu breaken, ja. Das ist jetzt eben Frage wegen der Taktik. Er spielt ein offensives Grundlinienspiel und unser Spieler ist da grundsätzlich auch für zu begeistern. Kreuz und quer beim Platz, dass er ermüdigt wäre, noch eine defensive Taktik, weniger Fehler machen. Ja, wir müssen uns das sowieso erstmal angucken. Von daher bin ich ja eh gespannt. Wollte aber nochmal auf die Kondition gucken. Kurz 14, 15, Fitness 8. Also vielleicht können wir damit auf Dauer was machen. Schauen wir uns erstmal bei unserer rein in der eigentlichen Taktik an. Das würde mich jetzt dann doch mehr interessieren. Wie sind seine Selbstbewusstsein und Co. ist zuversichtlich, Motivation besorgt, Entspannung beschwichtigt und Emotionen kann ich immer noch nicht aussprechen. Ist auch nicht schlimm, ich versuche es heute mal gar nicht erst.
Das ist ein wichtiges Spiel, gib alles, das steigt dein Selbstbewusstsein. Dann mal rein ins erste Match, was wir uns anschauen von Thomas Matschak, unserem neuen Spieler. Hier auf dem Center Court in Cincinnati, 25 Grad, 12% Chance einer Regenunterbrechung. 27 zu 19 und 10 zu 14, so sehen die jeweiligen Bilanzen unserer Spieler aus, die jetzt gerade auf dem Platz stehen. Und Dominik Thiem mit Haarband, hätte ich fast gesagt, hat Aufschlag im ersten Satz. House, 15 low. Ihr wisst es, wenn man ein Spiel zum ersten Mal übernimmt, kann es sein, dass wir ein bisschen mehr uns mal anschauen auf jeden Fall und vielleicht auch mal ein bisschen mehr technisch ändern müssen, taktisch, wie auch immer. 30-15. Aber dafür ist das Spiel auch da. Danach kann man es doch mehr laufen lassen. Das war wohl definitiv Rahmen. 40-15, erster Spielball. Habe ich überhaupt die Intensivstoßrufen eingestellt? Nee, nicht wirklich. Und da machen wir dann beim 1-0 auch mal kurz Pause. Wir müssen definitiv, unser Aufschlag muss sitzen. Der Rückschlag, die Schlüsselpunkte. Wir gehen mal so da dran und schauen uns jetzt unseren ersten Aufschlag an. 15 low. So, reden gemacht. 4, second service. 30 low. Auch das. 30-0. Grafisch etwas verzogen, low. Aber insgesamt war der Punkt dann doch unserer. 40-0, das sieht im ersten Aufschlagspiel schon sehr gut aus. Sehr gut. 1-1. Dann bleiben wir auch bei Thiem nochmal dabei. Ass zum 15-0. 30 low. Second service. 30, ja, sind schon ein paar vernünftige Schläge bei, finde ich gut. 15-30, Entschuldigung. 40-15 jetzt. Nämlich aus der Sicht des Aufschlagenden. Game. Two games to one. Für Thiem 1-2. Wir bleiben auch hier nochmal kurz drauf. Wenn das dann auch nochmal so locker durchläuft, dann kommt es gleich auf die entscheidenden Punkte an. Aber dann sagt es für mich als Trainer, dass wir eigentlich hier nichts ändern müssen. Oh, Doppelfehler. 15-30. Jetzt aufpassen direkt. Knapp an der Linie. 30 beide. Ich habe ja taktisch da noch nichts abgeändert. In allem, sondern wir spielen mit der Taktik, die vorgegeben ist, die angeblich für ihn gut sein soll. 30-40, jetzt ist aber der erste Breakball da für sein Team. Und mit einem Doppelfehler. Break uns Thiem. Wir würden gerne mal kurz, oder ich würde gerne mal ganz kurz rein. Das war jetzt der zweite Doppelfehler, kann passieren, aber in zwei Aufschlagspielen trotzdem auch schon ganz. Gar nicht so wenig. Wir würden im Aufschlag mal kurz wegen dem Risiko uns das angucken. Risiko beim ersten Aufschlag ist nämlich hier hoch, hoch und Durchschnitt nach außen. Nach außen übrigens immer sehr gern mit Slice. Ach, haben wir eingestellt. Okay. Mit mittleren Druck. Und hier ist, passt das. Und hier haben wir hoch, hoch, Durchschnitt. Ist eigentlich auch beim zweiten, beim Vorteil. Ne? Also ist eigentlich soweit so, wie ich es gerne hätte. Kickaufschlag nach außen kann man auch durchaus mal machen. Also da braucht man nicht viel ändern. Wir hätten beim Ballwechsel vielleicht noch in der normalen Situation, wir spielen den Ball ja sehr an der Linie, aber den Spieler laufen zu lassen, haben wir auch festgestellt, ist gar nicht so verkehrt. Vielleicht machen wir das hier mal abweichend. Und da spielen wir auf Winner gehen, das ist gut. Und Verteidigung, Gegner zurücktrennen. Ja, finde ich auch richtig. Gut, dann lass uns wieder ins Spiel gehen. Kleinere Veränderungen. 0-15 jetzt nach dem ersten Aufschlag. 15-0. Second service. 15. Guter Angriff, 15-30. Jetzt aber doch gut gespielt von Thiem, 40-30. Range sendet er ins Netz.
Advantage. Second service. Ja, sehr schön aufgebaut. Ein Stand. Advantage. Vorteil jetzt wieder für Team. Und diesmal macht er den Wurf 4-1. Wir müssen jetzt unseren Aufschlag durchbringen. Und das mit einer Souveränität, dass ich daran noch glaube, dass wir uns hier auf den Break holen können. 30-0 auf jeden Fall erstmal. Ja, knapp ins Aus. Dann müssen wir dann nach dem Aufschlagspiel mal was am Return-Spiel nochmal uns anschauen, ob wir da noch was feinern. Aber erstmal müssen wir hier unseren Aufschlag durchbringen. 30 beide jetzt. Doch ein paar Schläge ins Netz jetzt. Und der geht viel zu lang. Damit Breakball für Team. Wieder ein Doppelfehler. Ja. Das ist natürlich alles andere als zufriedenstellend. Lass den Satz mal eben zu Ende machen. Wir werden mit ihm Gespräch führen nach dem Satz. Jetzt steht es 0:30, 15:30. Da waren wir kurz dran, aber dann doch den Spielball für Team. Bei 0:30 hatten wir die Chance und Team macht jetzt den Satz klar 6:1. Naja, so darf es natürlich jetzt nicht weiterlaufen. Sollte weniger Risiko geben, sein Gegner weniger Punkte schenken. Das ist eine Möglichkeit. Die Taktik gibt es ja auch in seinem Spiel, lässt es zu. Das ein bisschen risikoarmer zu machen. Wir sehen es hier, Punktgewinn beim zweiten Aufschlag 17%. Wir haben insgesamt nicht erzwungene Fehler 8 und Doppelfehler waren es übrigens 3. Naja, da hatte Team auch 2. Wie sieht es mit den Winnern auf? 11 zu 13, eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, wir könnten jetzt hier sagen, wir spielen das defensive Grundlinienspiel. Das würde bedeuten, lange Ballwechsel, geht kaum Risiken ein, tief positioniert hinter der Grundlinie. Oder wir machen das abweichende Spiel, auch lange Ballwechsel, lässt den Gegner aber den gesamten Platz rennen, weit hinter der Grundlinie positioniert. Das sind beides Dinge, die wir mal ausprobieren können. Ich meine, der erste Satz war nicht gut genug. Team laufen lassen ist das eine. Aber ich würde sagen, wenn, ist es überhaupt das abweichende Spiel. Und Angriff ist ausgeglichen, das ist gut. Und dann können wir im Ballwechsel an sich mal schon auf Winner gehen. Und das ist dieses gemeint mit Hin- und Herschieben. Deswegen steht hier Abweichung. Das ist ja auch richtig. Da sind aber auch die Risiken relativ hoch. Ne? Wir können hier mal auf Durchschnitt gehen und der Angriffssituation dann schon ein hohes Risiko gehen. Passierschlag, hier habe ich auch gerne einen Passierschlag. Gegner zurücktrennen, Zeit gewinnen, okay. Ja, probieren wir es mal damit. Gespräch haben wir eingestellt. Du hast es in der Hand, wieder zum Match zu finden. Das motiviert ihn auch. Dann schauen wir uns mal das erste Aufschlagspiel auf jeden Fall nochmal an. Die Freude über einen Punkt ist da. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Neben dem man wissen sollte, was ein Tennisschläger ist. 30-0. Schöner Stopp. 40-0. Sehr schön gemacht. Und sehr schönes Aufschlagspiel. Das gefällt uns schon mal besser. Dann schauen wir auch mal beim Return-Spiel dazu. Auch der fünfte Punkt oder vierte in Folge ist unser. Der fünfte eigentlich. Aber jetzt macht auch Team mal wieder einen Punkt. Longline schön geschlagen. Ja, schöner Netzwerk, 15:30. Und Doppelfehler, das heißt zwei Breakbälle direkt beim ersten Aufschlagspiel. Oh, der geht auf die Linie, da hat er sich verschätzt. Immer noch eine Breakchance, come on. Ah, das macht er gut. Ein Stand und ein Ass hinterher und schon hat er den Vorteil. So schnell geht's dann doch und das nächste Ass auch. Recht zusammen.
15-40, zwei Breakchancen. 30-40. Erstmal abgewehrt das Ganze. Einstand. Advantage. Aber nun wieder Vorteil für den Österreicher. Und das war's. Break ist da. Wir liegen zurück. Jetzt haben wir aber drei Breakchancen bei 0,40. Oh, den nimmt der Volley, sonst dachte ich schon, das wäre ein Punkt. Einmal wir noch, komm. Der war zu viel aufgeschlagen. Eieieiei, da sieht man schon die Erfahrung nach außen und dann der ganze Platz auf. Advantage. Und jetzt hat das Team dann doch Vorteil nach 0,40. Second service. Und macht das Spiel. Also das ist immer noch zu fehlerlastig. Jetzt hat er bei 15,40 sogar zwei Matchbälle bei unserem Aufschlag. Und der geht auch rein statt aus. Ja, haben wir Team mal zum Sieg verholfen. Wir sind ausgeschieden. 1-6-3-6. Ich habe mal ein bisschen was von Thomas Mantschak gesehen. Grundsätzlich, das hatte ich ja schon mal erwähnt, möchte ich ihn wirklich von seinem Trainer betreuen lassen. Ich bei Alcaraz bleiben, beziehungsweise mit Alicia Parks dann mal ein bisschen was machen. Nicht in dieser Woche. Wie gesagt, 6 Doppelfehler waren es letztendlich. 25-27 Winner. Das von vernünftig. Allerdings 18-7 nicht erzwungene Fehler, viel zu hoch. Und die Aufschlagsstatistik, ja. Da war er 63% besser als Team, aber wir machen weniger trotzdem mit dem ersten Aufschlag. Der macht seinen ersten Aufschlag sicherer rein, oder seinen zweiten, nee, seinen ersten, kann man so sagen. Naja, gut, was soll er machen? Beim nächsten Mal wird es anders ausgehen. Also motiviert ist er auch, das ist schon mal sehr gut. Aber ausgeschieden sind wir trotzdem. 15.000 Euro haben wir jetzt hier eingenommen durch diese Erstrundenniederlage. Parks ist übrigens auch ausgeschieden. Und das ist ja das, was ich sehen wollte, wie sie sich mal ohne mich macht und hat hier gegen Heather Watson, die Qualifikantin, 4-6-5-7 verloren. Das ist nicht wirklich gut, muss man sagen. Dann heißt es also für beide trainieren. Das müssen wir mal eben einstellen. Ich suche gerade mal die Verbindung. Hier Mantschak Training. Da haben wir uns ja auf Rückhand Präzision und Kraft geeinigt, dass wir das machen wollen. Kleines Trainingsspiel, das nehmen wir schon mal direkt raus. Platzierte Rückhand und angreifende Rückhand. Neupräsentierung lassen wir mal drin. Die nehmen wir raus, dann nehmen wir das hier rein. Er braucht Geschwindigkeit, darum geht es, was die körperlichen Geschichten angeht. Da haben wir die Sprints, haben wir hier. Grundstege im Lauf, die können wir durchaus mal drin sein. Taktikunterricht. Und dann würde ich nochmal auf das Thema Volley auch gehen wollen. Was wir uns am Samstag auch nochmal vornehmen. So, das ist das Thema für Mantschak und Parks. Da sieht es so aus, Vorhand, Rückhand, Kraft war das Thema. Und auch Präzision. Und zu Ausdauergeschwindigkeit, ja, platzierte Vorhand. Tempowechsel. Mal eben kurz reinschauen. Tempowechsel brachte Antizipation, Fokus und Lob. Das sind aber jetzt nicht so die Themen, die ganz akut sind. Deswegen gehen wir hier mal in die Ausdauer. Wo ist es? Da. Und dann lassen wir das auch so. Und machen jetzt hier mal die Präzision. Das haben wir für Vorhand hier schon gemacht. Dann machen wir das hier für die Rückhand. Ebenfalls das Angreifende. Netzangriff war nicht das Thema. Aber auch nochmal Geschwindigkeit. Dann gehen wir hier nochmal auf Sprints. Dann trainierst du da mal ein bisschen mehr. Und das kleine Trainingsspiel bringt uns was. Wo ist es? Hier, Aufschlagpräzision, Reflexe, natürliche Fitness, taktische Fähigkeiten.
Dann lassen wir das mal so stehen. Ja, schade. Wie gesagt, Matschak raus, Parks raus. Und jetzt bin ich auch auf Petrusa gespannt. Ach ne, den wollte ich mal. Schauen wir mal hier an. Der hat gewonnen sein erstes Match. Also er hat die Androhung von mir verstanden. 6-2, 4-6, 6-3. Das ist wohl sein zweiter Sieg überhaupt auf Tour. Spielt nun gegen Martin Katz, den Belgier, in der nächsten Runde. Auch das wird natürlich dann interessant. Wie weit trägt es ihn? Also, wir werden wieder übernehmen. Und Bukavac macht wieder das Thema hier für den Tschechen. Und dann, ups, das war falsch, haben wir in 2 Tagen das nächste Match. Deswegen können wir hier schon mal ein bisschen weitergehen und sehen vielleicht schon, was unsere anderen Spieler so machen. Nick Kyrgios ist auch unser Gegner. Petrusa ist dann in der 2. Runde ausgeschieden. Okay. Hat er sich da jetzt so ein bisschen, ja, in 3 Sätzen auch. 6-4, 2-6, 3-6. Okay. Also hat er sich ein bisschen besser gemacht. Er kriegt nochmal einen Aufschub. Wie sieht seine Kondition gerade aus? 79. Na gut. Ist mal okay. Oste Ferrer hat übrigens in Braunschweig gewonnen. Das sah man auch noch am Rand. Erste Runde gegen Iljev in 3 Sätzen. Dann gegen diese Taylor. Gegen Taylor bleiben wir doch dabei. Und spielt jetzt im Viertelfinale gegen Ona Gregeta Simion. Die Rumänin. Gut, wir haben heute aber auch noch ein Match, nämlich mit Carlos Alcaraz. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall noch reinziehen. Machen wir mal auch weiter. Gegen Nick Kyrgios. Ich glaube, gegen ihn haben wir auf jeden Fall schon mal gespielt. Schauen wir uns jetzt mal an, wie sah es in die erste Runde aus von Kyrgios. Da hat er gegen Tommy Paul gewonnen mit 7-6, 6-2. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal gegen ihn gespielt. 2-mal sogar und 2-mal gewonnen. Aber ich sage es nochmal, ich glaube, das habe ich damals auch gesagt. Kyrgios immer für eine Überraschung gut. An einem guten Tagen kann der jeden schlagen. Aber er hat leider zu wenig, aus seiner Sicht zu wenig guten Tagen. Das ist das Ding. Starker Aufschlag und Angriff ist seine Taktik. Wir werden definitiv erstmal bei unserer Taktik bleiben. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Hier sind wir richtig. So, mittlere Form, starke Aufschläger, wie gesagt. Da ist natürlich die Geschichte des Rückschlages. Wir brauchen aber auch einen. Na, wir gehen im Aufschlag mal einen runter. Die Taktik ist dabei, bei Schlüsselpunkten mal oben zu bleiben. Einfach die Tatsache, dass wir ihn damit ein bisschen entnerven. Das kann nämlich vielleicht auch gut gehen. Deswegen hätte ich da mal die Idee, das so rumzumachen. Dann lasst uns reingehen. Zuversichtlich, heute kannst du Schicksal. Nein, das ist ja auch Blödsinn. Bedingungen sind anders, wäre ein Thema. Bleibe auf der Hut. Ja, das würde ganz gut passen. Wie ich schon noch sagte, muss man bei Nick Kyrgios immer machen. Rein auf den Center Court von Cincinnati, 26 Grad, ein Grad wärmer wie zuletzt. 50-15 und 39-21. Das sind die Bilanzen. Wir haben Aufschlag, erster Satz. 15 low. Vierzig null direkt. Und der geht drauf. 40-15. Aber dann gelingt uns das Spiel. Dann schauen wir uns auch noch Alcaraz. Kyrgios erster Aufschlag an. Ist ja ein starker Aufschläger. Beweist er auch direkt mit dem ersten Ass. Sieht man auch schon an der Power, die er hat da. Heißig beide jetzt. Jetzt hat er aber doch spielbar bei 40-30. Aber der geht ganz weit im Aus. Das ist schon mal gut. Thema Nerven. Ihn muss der Gegner und sein eigenes Spiel nerven. Das ist wichtig. Wenn das hier so umgesetzt ist, ist das immer eine Devise. Aber jetzt macht er doch sein Spiel 1 beide. Und hat jetzt 2 Breakchancen bei unserem zweiten Aufschlagspiel. 15-40. Obacht, Obacht. 30-40 noch. Ja,
haben wir sehr gut gemacht, weil er hat auch sehr druckvoll gespielt, der Kyrgios. Er wollte unbedingt diesen Punkt. Wir haben dagegen gesetzt und sind eiskalt geblieben. Deswegen zum Glück ein Stand. Und jetzt Vorteil zum möglichen 2-1. Der war aber drin. Wir haben wieder Vorteil und machen dann das Spiel. Zwei beide steht es mittlerweile. Ihr seht es schon. Jetzt 0-40. Drei Breakchancen bei Aufschlag von dem Australier. Den ersten konnten aber gut mit Surf und Volley erledigen. Der zweite auch schön nach außen gespielt. Und deshalb für uns schwierig gemacht. Aber einen haben wir noch. Da sind wir in der Rallye sozusagen. Jetzt gehen wir vor, das ist richtig. Eieieiei, und säbbelt den so knapp neben der Linie. Einstand leider. Jetzt Vorteil Kyrgios. Aber er hat immer noch nicht das Spiel gemacht. Jetzt haben wir Vorteil. Boah, schade. War schön Longline, so wie ich das immer fordere, aber da hat Kyrgios aufgepasst, macht das Spiel 3 beide. Und bei 30-40 hat er wieder Breakball, also gefährlich, echt gefährlich. Das sind solche Tage, wo er, glaube ich, einen guten Tag hat. Insofern gehen wir besser mal auf volle Pulle, was auch unseren Aufschlag angeht. Das ist mir jetzt hier zu viel Breakchancen. Dann müssen wir die Körner halt verbrennen. Der geht aus, wir gewinnen unser Aufschlagspiel 4-3. Wir haben jetzt direkt Breakchance auch. Dann machen wir das Break. 5-3, eigener Aufschlag. 40-15 jetzt, damit zwei Satzbälle zum Satz gewinnen. Und der ist es. 6-3. Auch der fünfte Satz gegen Kyrgios, wenn man die anderen beiden Spiele dazu rechnet, geht an uns. Das ist dann genau die andere Geschichte wie mit Jannik Sinner, wo es uns genau andersrum geht. 6 Asse, 66% erster Aufschlag, gewinnen damit 86%, zweiter Aufschlag 45% auch vernünftig. Fehler sind sehr, sehr gering, das ist auf jeden Fall gut. Und wenn ihr das mal so seht, manche Spiele gibt man die gleiche Taktik und an manchen Tagen macht man Fehler ohne Ende und an manchen nicht. Das ist Tennis. 15-40, jetzt steht es hier im zweiten Satz so, dass wir hier ein Break passieren können, was jetzt auch gerade passiert. 3-1. Wir motivieren ihn direkt mal, um uns das zurückzuholen. Kann uns gelingen, wir haben Vorteil. Also Breakball. Er war zu gut gespielt. Kyrgios macht das Spiel 4-1, aber es ist nur ein Break. 5-2 jetzt, 5-3. Und jetzt haben wir zwei Breakchancen bei 3-5. Das ist natürlich extrem wichtig. Und eine gute Chance hier nochmal in dem Satz was zu reißen. Und den bringen wir leider nicht. Ein Stückchen weiter vorgehen und runterdrücken, sagt jetzt jeder Trainer. Einstand leider doch. Vorteil Kyrgios, damit Satzball. Das wäre der erste Satz von uns gegen den Australier. Und der macht einen Doppelfehler. Oh, super Return, vor die Füße gespielt, extrem schwierig. Breakchance wieder zum 4-5. Eieieiei. Wir können mit ihm sprechen, sehe ich übrigens gerade. Würde ich beim nächsten Breakball auch mal angehen, aber der kommt leider erstmal nicht. Kyrgios macht den Punkt, damit wieder Satzball für den Australier, den ihn jetzt auch holt. Zweiter Satz geht verloren, 3-6. Muss die Kontrolle zurückgewinnen. Ja, das ist würde ich sofort unterschreiben. Was ist denn anders? Aufschläge auch. Mit dem zweiten Aufschlag machen wir diesmal weniger, er aber noch weniger, aber trotzdem. Für einen Break hat es gereicht. 11-17 Winner. Da ist jetzt momentan unser Winner-Gen so ein bisschen weg. Ja. Ich würde tief bei der Rückhand gehen und wenn bei der Vorhand nähern wir uns mal das Netz, dass wir da ein bisschen mehr das Netzspiel versuchen. Und ans Netz gehen bei der Vorhand an sich auch. Natürlich nur, wenn die Chance sich bietet.
Ja, zurückdrängen ist vielleicht auch so eine Sache. Ist nicht bei ihm nicht ganz so stark. Wir gehen mal auf die beiden Schwachstellen, also mit beiden Schlägen. Third set, Und rein final in den set. dritten Satz. Wir haben Aufschlag, bringen unseren direkt durch. Und haben direkt eine Doppelchance. 30-40. Four, second set. Game. Da ist es. 2-0. Direkt. Das Break. 30, Aber wieder die 40. Chance jetzt für Kyrgios zum Second Zurückkommen. service. Go. Mit einem Doppelfehler erlauben wir ihm das. Ich meine noch, Four. ist nicht so viel passiert, aber das war jetzt schon doof. Jetzt haben wir 40. wieder drei Break-Chancen. Können wir es direkt wieder gut machen. Jawohl, Game. was für ein genialer Three games Passierschlag. One. 3-1. Jetzt 4-1. Und Chancen 40. zum 5-1. Second set. Das schaffst du, come on. 30, 40. Der geht aus, 5-1. Haben wir natürlich jetzt die Riesenchance, das Match hier zuzumachen, aber lassen auch nochmal zwei Break-Chancen zu. Unnötig. Der erste ist auch abgewehrt, 30-40. Und mit dem Ass kommt der zweite weg. Ein Stand. Wieder guter Erster, diesmal durch die Mitte. Der Angriff ans Netz, gerade noch auf die Linie, dann passiert er uns gut. Das kann er auch. Vorteil wieder Kyrgios. Sehr guter Aufschlag. Ein Stand. Ballwechsel gewinnen wir mal nicht. Den längeren. Dann spielt er aus. Einstand. Enges letztes Aufschlagspiel, wenn es ein letztes ist. Jetzt haben wir Matchball. Vorteil und Matchball. Game. Und das ist es. Wir haben mal einen Satzverlust zugelassen gegen Kyrgios, aber letztendlich 6-3, 3-6, 6-1 gewonnen. Und ich wollte mal die langen Ballwechsel, weil ich das gerade ansprach, mal anschauen. 55% der kurzen haben wir gewonnen, 56% der mittleren und bei den langen. Da gab es immerhin 17 von, davon hat er 11 gewonnen. Also auch mal nicht ganz uninteressant, sich das anzuschauen. Wir sind aber auf jeden Fall im Achtelfinale. Konzentrieren wir uns auf den nächsten Schritt. Und der heißt Karen Khachanov. Nachdem wir im letzten Turnier bei ihm da ja auch noch nicht gegenspielen mussten, trifft es uns jetzt. Aus der Ferreira ist aber nebenbei noch ausgeschieden, aber immerhin. Der hat zwei Spiele, glaube ich, gewonnen, ne? Wenn wir es richtig angeguckt haben. Ja, jetzt gegen die 8. der Welt, 3-6, ja, 8. der Welt, gegen die 8. der Setzliste. Die 525 der Welt, 3-6, 1-6 verloren. Also Viertelfinale, Oste Ferreira ist da immer noch die, die mich da am meisten abholt. Gut, dann ist es wieder nur noch Alcaraz, der mit uns spielt. Alle anderen sind schon raus. Ferreira werde ich gleich noch das Training einstellen und dann spielen wir beim nächsten Mal weiter. Hier unser Viertelfinale, da können wir nochmal kurz drauf gucken. Dann haben wir das als Abschluss auch gesehen. Khachanov besiegte nämlich Marcos Giron in zwei Sätzen. Und ist unser Gegner im Achtelfinale. Das beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.